Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Another Brick in the Mall und wir schauen jetzt mal, wie es so läuft. Das sitzen. Moment. Da sitzen gerade zwei Personen auf einem Stuhl. Ja, die saß da drauf. Die saßen beide da drauf. Die und die. Was ist denn los hier? Ach du. Gut, wir gehen mal lieber zum Supermarkt. Und zwar. Ja, hier sind die Kassen schön leer. Dank den mehreren Kassierern, die wir im letzten. Ich glaube. Nee, im vorletzten, oder? Im letzten oder vorletzten Part eingestellt haben. Einfach mal beide Parts anschauen. Haha. Ich brauche Klicks. Also das läuft. Die Putze, die macht das auch weg, alles. Sehr schön. Wie läuft das denn hier? Läuft, okay. Hier, im Klamottenladen. Soweit alles gut. Oh, der hat zwei Sachen gekauft, ne? Also gibt es doch Leute, die mehrere Sachen kaufen. Oder ist das einfach von einer... Ah, nee, jeder kauft nur eine Sache. Das ist von der Person hinter dir. Also... Wenn da zwei Sachen auf dem Kassenband liegen, dann sind die zwei Sachen von zwei verschiedenen Personen. Ja, wir haben keine Toiletten, ich weiß. Das ist bitter. Ja, aber wir erforschen gerade Toiletten, ne? Wir erforschen, wie wir Toiletten bauen können. Kann man ja nicht kaufen oder so. Wir haben auch eine dritte Kasse. Also, ach du Scheiße. Was ist denn jetzt hier los? Ja, wir haben keine Toiletten, ich weiß. Ey, ihr regt auf. So, hier ist irgendwie nichts mehr los. Ich habe keine Ahnung, wieso. Hier lief es mal richtig gut, ne? Aber zurzeit, naja, es ist halt okay, aber... So, ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Was soll's? Ich hoffe, wir machen hier heute geilen Gewinn. Würde mich freuen. So, hier. Es sind schon fast zu viele Kassierer jetzt, ne? Aber, ey, was soll's? Lieber zu viele als zu wenig Kassierer, ne? Hier gibt's eben... Guten Service. Hier ist immer eine Kasse frei. Oder auch 10 Kassen. Ja, ich weiß. Wir haben keine Klos. Ich weiß, dass... in 2 Minuten ploppt es eh wieder auf. Gut, Klamottenladen, der lief heute gut. Beziehungsweise gestern. Elektroladen, eine Steigerung. Sehr schön. 730, so muss das sein, Leute. So muss das sein. Tja, passt auch insgesamt. Neuer Rekord, hey, neuer Rekord, so muss es sein. Wir sind das Money am Maken. Läuft bei uns. Schaut mal, wie viel Platz wir noch zum Bauen haben, ne? Das ist krass, also. Wir haben gerade mal, ja, wir haben nicht mal ein Viertel gebaut. Wir können hier noch so richtig abgehen, ne? Und das kostet natürlich auch dementsprechend irgendwie hier, es kostet einfach mal... Wo steht denn der Preis? Nein, ich will da nichts bauen. Kostet einfach mal 12 Millionen, also das ist schon krass. Habe ich da jetzt was gebaut? Nee, okay. Gut, wir haben Toiletten erforscht, ne? Genau, jetzt forschen die an Bowling. Bowling ist gut. Sehr gut, macht das. Freut mich, ja. Bowling ist eine gute Sache. Habe ich selbst auch noch nie gebaut in einem Spiel. Ich bin gespannt, wie das läuft. Schauen wir einfach mal. Ne? Werden wir im nächsten oder übernächsten oder übernächsten Part machen. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um Restrooms, um Toiletten. Wo baue ich die denn hin? Ich würde sagen... Ja. Ich glaube, hier ist ein guter Platz für Toiletten. Foundations. 108. Na komm, muss nicht so groß sein. Das passt schon. Und ich finde es gut, seitdem wir hier die Juwelen-Sachen im Klamottenladen, ist, wurde als Klamotte, ne, ist, da steht Clothing, seit wir das im Klamottenladen haben, läuft es hier schon deutlich besser. Also wir machen mehr Umsatz, mehr Profit, so muss das sein, Leute. Ja, wir bauen hier gerade Toiletten. Ja, das ist ganz okay. Könnte besser sein. Aber ich kann da eben auch nicht großartig an Kosten sparen, ne?
Das ist das Problem. Ich kann ja nicht noch den Stockclerk entlassen, auch wenn der nichts tut. Irgendwann muss ja was aufgefüllt werden. Und Koch, ja, weniger als einen kann ich leider nicht haben. Und Kassierer, ja, da wäre jetzt einer wahrscheinlich ein bisschen wenig. Jetzt ist es ja einer. Und naja, man sieht, es ist nicht so viel. Also wir können hier nicht wirklich großartig Kosten sparen. Geht leider nicht. Von dem her, wir müssen hoffen, dass wir hier mal mehr Umsatz machen, weil ich hätte halt schon gern 5000 Umsatz ungefähr mit dem Restaurant hier. Das fände ich schon ganz nice. Und nicht nur da 700, da kriegen wir die Baukosten ja nie rein. Dann haben wir insgesamt schon Verlust hier mitgemacht. Fände ich nicht so cool. Ah, 730, super. Oh, neuer Rekord beim Klamottenladen, der läuft. Ja, der läuft. Krass. Unglaublich, wie der läuft. Lohnt sich der Laden eigentlich nachts? Keine Ahnung. Wird schon nicht schaden. Da ist ja jetzt nur ein Mitarbeiter, ne? Ja, soll er das Zeug halt verkaufen. Wie hier einfach mal 15 Kassen sind und 12 davon sind leer. Krasser Scheiß. Also in 12 ist kein Kassierer und in 3 Kassen sind oder waren vorhin Kassierer und irgendwie nur ein Kunde oder so. Alter. Wäre schön, wenn es so auch im echten Leben wäre, ne? Das wäre ganz cool, aber naja, ist leider nicht so. Im Gegenteil, da sind an einer Kasse irgendwie 15 Kunden, die da warten. Naja, bei uns gibt es eben guten Service, das ist einfach Luxus pur, da muss man nicht lang warten, das, ja, ne, wir sind halt einfach cool. Sagen wir es einfach, wie es ist, wir sind einfach geiler als alle anderen. So, jetzt schaue ich mal, wo die Toiletten sind hier. Baue ich mal, natürlich schön nebeneinander, ne, 5 Stück von, dann, Waschbecken, hier auch. Muss nicht schön sein, ne? Muss ja kein Schönheitswettbewerb gewinnen. Und dann hier noch so Toilettenkabinen. So, dann auch hier. Sieht irgendwie aus wie eine Umkleidekabine, ne? Was soll's? Also, wenn man da jetzt nicht genug Platz zum Kacken hat, dann weiß ich leider auch nicht. Komm, wir gehen hier richtig ab. Bam! Und Phil, Restroom. Kann ich hier auch Geld für verlangen? Nee, schade. In Rollercoaster Tycoon 3 ging das. Das klang jetzt nicht gut. Erstmal schön scheißen gehen, ne? Hände waschen, Phil. Wer? Der oder die, Moment, Carol, wer, die hat nicht Hände gewaschen. Die war kacken und war nicht Hände und ging nicht Hände waschen. Und jetzt sucht sie noch nach Fleisch. Jetzt schmiert sie ihre ganze Scheiße, die an ihrer Hand klebt, am Fleisch ab. Widerlich. Es widert mich an. Ekelhaft. Der folge ich jetzt. Jetzt läuft die hier rum. Fässt erstmal alles schön an. Dann grapscht die hier alles Fleisch an. Widerlich, ekelhaft. Ich habe gerade einen Brechreiz. Geht doch mal. Hallo, wir haben 4 Waschbecken. Wir haben 4 Händetrockner. Oh, ist das widerlich. Ist das widerlich. Ekelhaft. Ne, das kann ich mir nicht mit anschauen. So, hier sinkt schon wieder. Aus welchem Grund auch immer. Das ist ein bisschen kacke. Wir haben auch nur ein Profitmargin von 36%. Ja, die Lohnkosten sind einfach zu hoch und wir machen halt wirklich nicht viel Umsatz, ne? Ich glaube, wir müssen leider dich hier entlassen.
Tschüss. So, dann haben wir jetzt eben nur noch dauerhaft einen. Besser als nichts. Und ich glaube, nachts brauchen wir hier auch gar keinen Koch, oder? Wir müssen halt jetzt einfach mal sparen. Ja. Viel mehr kann ich jetzt aber wirklich nicht sparen. Oh, die Leute werden schon aggressiv, aber was soll's? Ich hoffe, hier läuft es jetzt mal besser, hier mit weniger Personal, weil. Wir haben aber. Wir haben aber Toiletten, Leute. Ne, wir haben Toiletten. Was sind denn das für Leute hier? So, hier die Schlange ist länger. Ja, was will man machen, ne? Kann es sein, dass niemand so ein Soda kauft? Ich glaube schon, oder? Kauft irgendwie niemand. Ich hoffe, wir machen jetzt hier an diesem Tag mal wirklich guten Gewinn mit dem Fastfood-Laden hier, sonst muss ich wirklich mal schauen, was wir da machen. Also, es sinkt noch mehr. Schaut mal, es wird immer schlechter. Schlechter und schlechter. Alter, naja. Gut, ich würde sagen, das war's mit diesem Part von Another Brick in the Mall. Hier ist irgendwie auch niemand mehr, warum auch immer. Wie sieht's hier so aus? Ja, naja. Er geht, ne? Gut, bis zum nächsten Part. Liken, abonnieren, verfolgt, lesen, kommentieren, teilen nicht vergessen. Tschüss.